Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einbrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentott, Hottentott, Hottentott nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentott. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentott immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. This was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Anhan Musikproduktionen. Punkt 2. Ihr mögt mich kritisieren, ihr verschwendet eure Zeit. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst.
Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 2.1. Carsten Todd. Ihr mögt mich kritisieren, ihr verschwendet eure Zeit. Turbo Tornado. Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Turbo Tornado. Anhang Musikproduktionen. Punkt 2.2. Carsten Todd. Ihr mögt mich kritisieren, ihr verschwendet eure Zeit. I don't know, Krebs. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Krebs. Mit dem Titel I don't know. Anhang Musikproduktionen. Punkt 2. Fichtelkirsche. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Dreamer Decide Instrumental. Anhang Musikproduktionen. Punkt 3. Ich lass den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Vom musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Bassmatic mit dem Titel La Madeleine au Truf, composed by Jarvis. Anhang Musikproduktionen. Punkt 4. Frauen sind das Beste dieser Welt. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ghost mit dem Titel Reverie Small Theme. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5. Fundamentalisten Love Song. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5.1. Carsten Todd. Fundamentalisten Love Song. Sex on the Beach, John Dope. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von John Dope mit dem Titel Sex on the Beach. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5.2. Carsten Todd. Fundamentalisten Love Song. Urbana Metronica, Wu Yeah Mix, Spinning Merkaba,
Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Spinnin' Macabre mit dem Titel Urbana Metronica Wu-Yeah Mix. Anhan Musikproduktionen. Punkt 5.3 Carsten Todd Fundamentalisten Love Song Downs Battle Instrumental Ivan Shaw. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Downs Battle Instrumental. Anhan Musikproduktionen. Punkt 6. Butterbrotstulle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 6.1 Carsten Todd Butterbrotstulle Dollheads Ivan Shaw. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel Dollheads. Anhan Musikproduktionen. Punkt 6.2 Carsten Todd Butterbrotstulle Turbo Tornado Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Turbo Tornado. Anhan Musikproduktionen. Punkt 7. Du schmorst in der Hölle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Donny Trost mit dem Titel Lights. Anhan Musikproduktionen. Punkt 8. Ich fahr für dich in die Hölle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 8.1 Carsten Todd Ich fahr für dich in die Hölle. Saxo Workout Fine Vocals Dionics. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Dionics mit dem Titel Saxo Workout Fine Vocals. Anhan Musikproduktionen. Punkt 8.2 Carsten Todd Ich fahr für dich in die Hölle. Drive Alex Barossa. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Alex Barossa mit dem Titel Drive. Anhan Musikproduktionen. Punkt 9 Gib ihm nicht die Hand. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Roberto mit dem Titel
Ave Maria, Hip-Hop-Instrumente. Anhan, Musikproduktionen. Punkt 10, Guru-Gott. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von den Fireproof Babies mit dem Titel Swim Below as Leviathans. Anhan Musikproduktionen. Punkt 11. Techno-Song ohne sinnvollen Text 1. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 11.1. Carsten Todd. Techno-Song ohne sinnvollen Text 1. Why I'm Unlovable. Fireproof Babies. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von den Fireproof Babies. Dem Titel Why I'm Unlovable. Anhan Musikproduktionen. Punkt 11.2. Carsten Todd. Techno-Song ohne sinnvollen Text 1. Alone in the Dark. Feat. Kissy Lotus. Keytronic. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Keytronic mit dem Titel Alone in the Dark. Feat. Kissy Lotus. Anhan Musikproduktionen. Punkt 11.3. Carsten Todd, Techno-Song ohne sinnvollen Text 1. Here and Now, Romantico. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Romantico mit dem Titel Here and Now. Anhan Musikproduktionen. Punkt 12. Hey, alter Römer. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ghost mit dem Titel Mistakes Were Most. Anhan Musikproduktionen. Punkt 13. Ein echter Römer penetriert. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel How do you feel about that? Gitarrinstrumente. Anhan Musikproduktionen. Punkt 14. Bullen ficken Kühe. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst.
Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 14.1. Carsten Todd. Bullen ficken Kühe. Funky Novocape. Spinnen Merkaba. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Spinnen Merkaba mit dem Titel Funky Novocape. Anhang Musikproduktionen. Punkt 14.2. Carsten Todd. Bullen ficken Kühe. Free Music and Free Beer. Alex Berhauser. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Alex Berhauser mit dem Titel Free Music and Free Beer. Anhang Musikproduktionen. Punkt 14.3. Carsten Todd. Bullen ficken Kühe. Bilderbergin, Roberto. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Roberto mit dem Titel Bilderbergin. Anhang Musikproduktionen. Punkt 15. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 15.1. Carsten Todd. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Light me on fire. Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Light me on fire. Anhang Musikproduktionen. Punkt 15.2. Carsten Todd. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Free Music and Free Beer. Alex Berhauser. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Alex Berhauser mit dem Titel Free Music and Free Beer. Anhang Musikproduktionen. Punkt 15.3. Carsten Todd, das ist Cäsar, unser Cäsar. Sudden Goodbye, Alex Berhauser. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Alex Berhauser mit dem Titel Sudden Goodbye. Anhang Musikproduktionen. Punkt 16. Julius Cäsar. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 16.1. Carsten Todd, Julius Cäsar, Light Me on Fire, Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Light Me on Fire. Anhang Musikproduktionen. Punkt 16.2. Carsten Todd, Julius Cäsar, Free Music and Free Beer, Alex Berhauser. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Alex Berhauser mit dem Titel Free Music and Free Beer.
Anhan Musikproduktionen. Punkt 17. Sexy in der Bronzezeit. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Heuristics Inc. mit dem Titel Taking Out the Trash. Anhan Musikproduktionen. Punkt 18. Du liebst nur meine Pokémon. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 18.1. Carsten Todd, du liebst nur meine Pokémon. Slowdown Productions. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Slowdown Productions mit dem Titel Slowdown Productions. Anhan Musikproduktionen. Punkt 18.2. Carsten Todd, du liebst nur meine Pokémon. Spinnen, Alex Berosa. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Alex Berosa mit dem Titel Spinnen. Anhan Musikproduktionen. Punkt 19. Der Sackschutz des Kaisers. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Knacknow mit dem Titel Erkeuschke. Anhan Musikproduktionen. Punkt 20. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhan Musikproduktionen. Punkt 20. Punkt 1. Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Two Guitars. Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Two Guitars. Anhan Musikproduktionen. Punkt 20.2. Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. I have often told you, Ivan Shaw. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ivan Shaw mit dem Titel I have often told you. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles,
und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit mein Medley zum Special Küchenschreddern. Zur musikalischen Hinterlegung dieser Version bearbeitete ich How Do You Feel About Gitarre-Instrumente von Ivan Shaw. Darauf folgt kein Schutz für Kinder. Ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir bearbeiteten Version von Turbo Tornado von Admiral Bob. Anschließend spiele ich auf meinem Smartphone bin ich der Held
ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für die musikalische Abrundung Abel von Steff Sachs bearbeitete. Danach lasse ich hören immer wieder nur Pokémon, ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Untermalung einer von mir bearbeiteten Version von Reckless von Dysfunktion AL. Viel Spaß! Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam singen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam singen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder Jammern noch Schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam singen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen.
Eine Welt voller Krücken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Krücken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Krücken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Krücken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich liebe dich, mein Küken, nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne, ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich, durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an, das hält mich fest, ich denke oft daran. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam singen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. 50 Millionen
50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn, wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. Sei das Glück meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber wird ich mich selbst aufgeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber wird ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Küken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Fünfzig Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam singen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt denn, wir spinnen. Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. Kein Schutz für Kinder, nicht weiß hat es gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herz zu mir. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie der Mund her. Raben bisher will man nicht, doch nicht gegen eigene Erfahrungsbild. Lasst Kinder kleine Fehler machen, über die sich Gegner selber lachen. Eingesperrt in Stacheldraht, überempfindlich an Übereifer naht. Ohne Angst, ein Kind gerne einen Fehler wagt. Reines Gewissen, nüchtern seinem Herzen nach. Sie brauchen Schutz,
doch nicht zu viel, sonst ist der Spaß sehr schnell verfehlt. Werte, Normen bringt vielen bei, doch lasst sie in Herz und Kopf noch frei. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sein Munster. Kein Schutz für Kinder, nicht weiß, was ich zu sagen. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen steht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie für Mundher. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt, sie wissen selbst, was zu ihrem Glück noch fehlt. Machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Kein Mensch so gern etwas verdreht. Reines Herz, Gewissen, Seele, freiem Geist. Merken Sie schnell, wie man den Laden schmeißt. Zeigen Erwachsenen gern Fehler auf. Dieses Tun ist schnell verbaut. Schützen Sie nicht vor kleinen Fehlern. Helfen Ihnen auf Ihren Rädern. Selbstbewusst, gut vor gut. Wissen Sie schnell selbst, wie man gut tut. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie sehr munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz in mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen tritt. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er trifft das kleine Herz in mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen tritt. Smartphone bin ich der Held, dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, im Rucksack dazu den Cola-Kelch oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Ich merke nicht, was um mich geschieht, doch auf meiner Karte erreiche ich jedes Ziel. Ich brauche nur genügend Apps, dann redet mir nie schlecht. Das ist der Lauf der Zeit, alles zieht an mir vorbei. Ich bin voll fokussiert, auf mich selbst und auf das, was mich interessiert. Auf meinem Smartphone bin ich der Held, dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu mit Cola-Kelch. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld.
Smartphone. Ich sehe keine Freunde und bemerke keine Bäume. Alles ist nur Pathologie. Doch davon habe ich sehr viel. Ihr könnt mich ja mal grüßen, mir den Tag versüßen, falls ihr mich bemerkt. Doch dann läuft wohl was verkehrt. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu gibt es Cola-Kelt. Oder ein bisschen Wasser, das gibt auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Mit meinem Smartphone. Ich liebe dich, mein Smartphone. Mein kleines, smartes Smartphone. Danke, you are my lovely Smartphone. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Dafür brauche ich kein Geld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Ich kämpfe gegen Monster auf jedem Feld. Auf meinem Smartphone bin ich der Held. Im Rucksack dazu den Cola-Kelt. Oder ein bisschen Wasser, das geht auch. Ich bin sowieso der Held. Unser Held im Himbeerfeld. Smartphone. Pokémon. Immer wieder nur Pokémon, manche neue Pflanze hast du schon. Sie werden gefangen und gut verwahrt. Und hoffentlich sind bald alle da. Doch mal schauen, draußen ist was Neues. Bald werden die nächsten Bälle gefeuert. Niemals ist man ganz am Ziel. Immer wieder die Musik-Spiel. Pokémon, überall nur Pokémon. Pokémon. Sie verstecken sich im Gras, du suchst sie, bis du sie hast. Sie springen aus ihren Löchern und kommen aus Gebüschen. Sie sind einfach überall und machen vor nichts halt. Doch eines Tages hat man sie. Irgendwann bekommt man jedes Spiel. Pokémon, überall nur Pokémon. Immer wieder nur Pokémon.
Pokémon. Es ist Zeit, wir müssen reden. Das Sendungs- und YouTube-Format Hottentot neigt sich dem Ende, zumindest dem vorläufig angekündigten. Denn das Unterhaltungsformat, das bewusst die Gemüter spaltet und von großer Begeisterung bis tiefen Hass alle Stimmungsschwankungen und Meinungen hervorruft, naht sich seiner 100. Sendung. Bisher wurde viel erreicht und viel gekämpft. Neben einigen furchtbaren Werken, die wohl am ehesten Mut beweisen, sie überhaupt zu senden, waren auch viele großartige Werke dabei. Und die Entwicklungskurve zeigt wohl steil nach oben. Ende letzten Jahres entsprang mit dem Überdach Hot Entertainment sogar eine ganze Organisation daraus, die unter anderem sogar einen eigenen Radiosender bietet. Die großen Kämpfe, die ausgetragen wurden, erstreckten sich bisher vorrangig auf den Kampf gegen sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Vorurteile und Hass und vieles weitere sowie gegen Tierschändung und Massentierhaltung, für die Freiheit der Kinder und gegen politischen Dünnschiss. Für die Zukunft würden noch viele Umsetzungen ausstehen. Wichtige Kämpfe sollten weitergeführt werden. Künstlerisch ist immer noch vieles umzusetzen. Neue Nebenshows könnten etabliert werden und das Sammelsurium der aktuellen Werke ist mittlerweile riesig. Was mich für mein eigenes künstlerisches Schaffen derzeit besonders interessiert, sind moderne Auseinandersetzungen mit älteren Werken wie der Prozess von Franz Kafka, das Schreiben und Produzieren großer Balladen und das Entdecken und Erfinden neuer Entwicklungsmöglichkeiten der unterhaltsamen Gestaltung journalistischer und literarischer Texte. Daneben gilt es, auch kleine Aufgaben anzugehen, wie die audiovisuelle Gestaltung kleinerer Texte meiner derzeitigen Hauptwebsite. Dieses werde ich sicher auch ohne das Format mit dem Schlachtruf Hottentot, Hottentot, Hottentot angehen. Ebenfalls werde ich vieles weitere auch ohne dieses Format Hottentot angehen, umsetzen und produzieren. Für besondere Inspiration sorgen wir bei derzeit vor allem Veranstaltungen wie Lesebühnen und Poesie-Slams. Die Werke aus Hottentot werden sicher nicht verschwinden und viele weitere werden folgen. Die Garantie dafür ist, selbst wenn alle Stricke reißen, dass dieses unterhaltsame, journalistische, musikalische, komödiantische Format niemals einen echten roten Faden besaß, außer vielleicht mich selbst und das möglichst ohne Zensur. Dieses Hintergrundwissen sollte zu einigen wichtigen Rückschlüssen und Schlussfolgerungen verleiten. Im Grunde kann es zu meinen Lebzeiten eigentlich gar kein echtes Ende geben. Leider kann es aber eigentlich auch von niemand anderem in der Form natürlich und echt weitergeführt werden. Und jeder Angriff auf dieses Format
dass Misch als einzigen roten Faden besitzt und eigentlich nur ein Sammelsurium meiner eigenen Werke ist, ließe sich im Grunde als persönlicher Angriff auf mich selbst verstehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass ursprünglich davon ausgegangen wurde, 100 Sendungen zu produzieren. Diese 100. Sendung wird nun bald produziert sein. Daher stellen sich trotz allem einige wichtige Fragen, zumindest zu diesem eigenständigen Format. Wie soll es nach der 100. Sendung weitergehen? Kann und wird es überhaupt weitergehen? Was sagt die Polizei dazu? Wie stehen Professoren, Dozenten, Studenten und Fans zu dieser Frage, zu diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Format? Wie bewerten Präsidenten die aktuelle Sachlage? Darüber und über vieles Weitere soll offiziell in der 100. Sendung Hottentot berichtet werden. Ich erwarte große Anteilnahme und empfehle bis dahin am Pranner einfach easy ablachen. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit... Das ist Cäsar, unser Cäsar. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für den musikalischen Hintergrund dieser Version bearbeitete ich Satin Goodbye von Alex Barossa. Darauf folgt... Jeden Abend da zu sitzen. Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich neben weiteren vor allem auf die Zitate des Stefan Raab bezog und zur musikalischen Unterstreichung Reißwerkswetter Dubweis von Speck bearbeitete. Anschließend spiele ich Eine Welt voller Küken. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Unterstreichung bearbeitete ich We Silently Serve the Gentle Sun feat. Blue Wave Theory von Ivan Shaw. Danach lasse ich hören Im Knast gestochen. Ein kurzes Lied, bei dem ich neben weiteren vor allem die Zitate des Herrn Stefan Raab verwendete und für den musikalischen Background Love Jones von Lance Field bearbeitete. Und last but not least, ich verkleide mich als Küken. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund Reflections in the Rain von Maynard Chunky bearbeitete. Viel Spaß! Das ist Cäsar
Unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Auf jedem Marsch sind wir dabei. Dieser Mann ist uns nicht einerlei. Er hat immer eine Idee zum Schlafen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar wird von Gallien, von Nikomedes wird von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Böhmermann ruft es von allen Dächern. Sechsorkien mit vollen Dächern. Fellatio mit 1000 Schafen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Er legt gerne mal Hand an sich. Und steckt auch in den Bienenstich. Er nutzt Elefanten, Pferde, Hühner, Ziegen, Wildschweine und Affen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm.
Julius Caesar. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Er liebt sich selbst und Sizilien, Ägypten, Rom und Gallien. Alle haben viel zu gaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar! Wir teilen jeden Triumph und haben viel zu lachen. Oft sieht man ihn im Flachen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar, das ist unser Held. Caesar, weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, schön ist es nur mit ihm. Caesar, wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar! Unter seiner Rüstung brennt und juckt es oft. Doch er weiß, wie er sich helfen muss. Er sucht die Liebe bei Giraffen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen.
Cäsar blitz von Gallien, der Nikomedes blitz von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien, finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. In jedem Busch liegt sein Versteck. In Sümpfen, Ruinen, Morast und Dreck. Bei Pinguinen will er selber gaffen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Cäsar! Nikomedes träumt jede Nacht von ihm und steckt auch gerne in ihm drin. Cäsar tut ihn gerne gewähren lassen, doch Frauen machen ihn zu sehr zu schaffen. Cäsar, 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 das ist unser Held. Cäsar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Cäsar, 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 schön ist es nur mit ihm. Cäsar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Cäsar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar blitz von Gallien, der Nikomedes blitz von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien, finden das beide wunderbar. Cäsar! Jeder Mann in Rom und Wien, von Kairo bis Paris, weiß, wie unser Cäsar ist. Er tut sich gerne penetrieren lassen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt.
unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Caesar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar, Julius, Julius, Julius Caesar. Kleopatra ist seine Göttin, gerne mag sie sein Ding verlocken. Sein Herz ist für die Welt geschaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Caesar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Caesar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Caesar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Caesar führt uns so zum Sieg. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar, 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 das ist unser Held. Caesar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Caesar, 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 schön ist es nur mit ihm. Caesar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Caesar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Caesar! Ihm würde jede Frau verfallen, doch daran findet er wenig Gefallen. Man sieht ihn gerne Eisenhaut naschen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar blitzt von Gallien, der Nikomedes blitzt von Caesar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Caesar, unser Caesar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Caesar, unser Caesar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Caesar! Sogar Brutus will ein Stück von ihm. Doch das Ganze wird jetzt zu intim. Daher sollten wir das Lied enden lassen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen.
Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Scheinbar spontan. Für seine Kreativität ist er bekannt. Ich habe für Dieter Bürgi einen Song gemacht und ein kleines Video gedreht. Schauen Sie sich das bitte an. Ah, ich bin gar kein Engländer. Nee. Ihr seid schwul. Nee, auch nicht. Warum sprecht ihr denn so? Mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Aber ich kann das selber kontrollieren. So sieht das aus. So hört sich das an. Dass ich euch hier durch die Gegend kurven und so kann ich ja auch mitfahren. Also jetzt ist das deutsche Grand Prix Team komplett im Aberland. So sieht das aus. So hört sich das an. Hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Die meisten Sachen entstehen wirklich spontan. So sieht das aus. So hört sich das an. Aber in den meisten Fällen oder sehr häufig sind die Sachen schon sehr spontan. Auch dementsprechend selber kann ich. Ich glaube, hier will gar keiner mehr die Biene Maya hören. So sieht das aus. So hört sich das an.
Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Im Fernsehen ist der Papa, der macht den lustigen Onkel, damit er euch was zum Anziehen kaufen kann. Das ist grundsätzlich an alle Menschen in diesem Land. Aber ich meine, die Presse war auch nicht ganz unschuldig daran. Also da Blut, Schweiß und Tränen, Herr Beckmann. So sieht das aus. So hört sich das an. Dann habt ihr ihn einfach dann. Beinharter Businessman, grandioser Comedian. Mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Und zwar, ich rufe im Namen vom Rabtreff.de Forum an. So sieht das aus. So hört sich das an. Und wer spricht das denn jetzt wie aus? Antanasius? So sieht das aus. So hört sich das an. Stefan, mit dem großen Erfolg, den du hattest und hast, ging natürlich auch einher, dass du sehr viel Geld verdient hast. Du bist ein reicher Mann. So sieht das aus. So hört sich das an. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Viertel nach 11 oder so, Montag bis Freitag, Comedy-Show auf Pro 7. Ab wann? Du bist ja auch noch oder? Tüten und so und weißt du, ja. Die man gebrauchen kann. Ne? Am Montag geht's los, Stefan. So sieht das aus. So hört sich das an. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Und dann Und da rufst du so teilweise mit verstellter Stimme Leute an, ne? In der Heavy-Metal-Szene bin ich ja als Schwuchtelmucker bekannt. Ich weiß nicht, ob du das schon als Freundschaft bezeichnet hast, aber ich würde sagen, das ist relativ nah dran. So sieht das aus! So hört sich das an! Welche Hilfe bietet Gildo an? Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz 3 Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Dann bin ich da hingekommen und dann... Das war eine verkürzte Version des Interviews, was auf einer Internetseite stand. Und als Nachfolger für TV Total wird schon Oliver Pocher genannt. Ich habe dann auch mit ihm telefoniert. Er hat mich angerufen. Bitte, wer war es? Nein, doch, bitte. Nein, das gehört da. Ich meine, da bin ich ja eher ein Mann. Das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pool zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel
hatten wir in Klasse drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen, jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Bei Stimmbändern. Stimmbänder nicht. Auch dann. Okay, ich fange an. Rückblickend, Stefan. Es sind Informationen, die man ganz legal erwerben kann. So sieht das aus. So hört sich das an. Sicherheit hat also Vorrang. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen. Was kostet die Lora? 10 Euro. Wo kauft man die? In Norwegen oder in Russland? Im Web? Kein Problem. Hoch illegal in Deutschland. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich bin niemand. Musst du respektieren, die anderen Kollegen. Haben viel nette Kollegen. Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich gesagt habe. Dann. Also, das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen. So sieht das aus. So hört sich das an. Er hört sich wunderbar an. Ja, was grinst du mich an, ne? Der berühmte schwarze Mann. Wir sind der berühmte schwarze Mann. So sieht das aus. So hört sich das an. Er hört sich wunderbar an. Ja, was grinst du mich an, ne? Schwarze Mann. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, da rumzusitzen, am Pult zu mischen. Jeden Abend da zu sitzen. Letztes Spiel hatten wir in Platz drei Spitzen. Jeden Abend da zu sitzen. Voller Küken möchtest du irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken im kuscheligen Federkleid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, glücklich hüpfend im Vogelsang. Eine Welt voller Küken, mit einem wundervollen Klamm. Eine Welt voller Küken, das ist es, was ich mir erträume. Eine Welt voller Küken, friedlich im Schatten der Bäume. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken, und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen.
Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken, piepsend hinter ihrer Hühnermama. Eine Welt voller Küken, trappelnd, quasselnd und sinnend, lalala. Eine Welt voller Küken, dann stehen die Maschinen still. Eine Welt voller Küken und niemand ihnen mehr ans Leben will. Eine Welt voller Küken, sie behaupten sich in der großen Welt. Eine Welt voller Küken, sie zählen mehr als schnödes Geld. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Also es wird weiterhin sowas geben, aber nicht mehr ganz so reißerisch. Es wird etwas seriöser und... Deswegen das Tattoo wahrscheinlich. Ganz genau. Darf ich das mal sehen? Was ist das für ein Tattoo? Das ist ein Pentagramm. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Knast gestochen wird. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den Knast gestochen. So sieht das aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. So hört sich das an. So sieht das aus. Nee, das ist alles so, das ist so Zufall. Das sieht immer so aus. So hört sich das an. So sieht das aus. Habt ihr da Millionen verbraten? Nee, das sieht nur so aus. So hört sich das an. So sieht das aus. So sieht das aus. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Den
Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Im Knast gestochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Er probiert etwas aus. Natürlich denken wir so ein paar Sachen auch vorher aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. So sieht das aus. Also mach die Kamera aus. Sah euer erstes Cover nicht auch so aus? Da reicht die Freundesliste aus. Licht aus. Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Im Knast gestochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Oder in 2 Wochen oder 3 Wochen. Im Knast gestochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und presche ein in diese Welt. Ich werde mich nicht bücken, wo nur das Geld noch zählt. Ihr könnt mich nicht zerdrücken, nennt mich lieber Held. Niemand wird mich unterdrücken, lieber stehen, bevor man fällt. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen Grausamkeit. Ich verkleide mich als Küken für den Kampf gegen Schlechtigkeit. Ich verkleide mich als Küken, ihr seht, wohin ihr geht. Ich verkleide mich als Küken, der Richter bald vor euch steht. Ich verkleide mich. Ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Ich verkleide mich als Küken und kämpfe gegen jedes Leid.
Ich verkleide mich als Küken gegen Ärger, Mord und Neid. Ich verkleide mich als Küken. Das wird neue Zeichen setzen. Ich verkleide mich als Küken, um das Böse aus der Welt zu hetzen. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Aber bitte nehmt dieses Lied nicht ganz so ernst. Es ist Kunst, die Wahrheit liegt nicht voll im Kern. Natürlich gehe ich nicht nackt auf Verbrecherjagd, doch ich nutze die Medien gern zur Bekämpfung dieser Tat. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So bleibe ich, so bleibe ich, so bleibe ich, als Hoffnung aller Küken. Ich verkleide mich, ich verkleide mich, ich verkleide mich als Küken. So kämpfe ich, so kämpfe ich, so kämpfe ich, notfalls auch mit Krücken. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/522200. Fax 03641522211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.